Hallo meine Lieben, wie angekündigt war ich gestern bei Lush mit meiner besten Freundin. Wir waren überhaupt ein bisschen so Weihnachtsgeschenke shoppen und so. Wir wollten halt auch bei Lush was kaufen, also Weihnachtsgeschenke und halt auch ein bisschen für uns schauen. Und ja, wir waren halt dort und ich muss sagen, das Personal, das ist dort wirklich wieder so freundlich gewesen. Die sind dort immer so nett, so höflich, so zuvorkommend. Die erklären alles ganz genau, die geben sich auch wirklich Mühe. Also ich kenne das gar nicht von den anderen Geschäften, dass ein Personal wirklich so lieb und höflich und zuvorkommend ist. Und die sind auch immer so gut gelaunt und so, kommen zumindest so rüber. Und das finde ich auch wichtig. Und auch, dass es ja dann viel mehr Kunden anlockt und halt viel mehr dazu verleitet, auch zu kaufen. Weil wenn wer freundlich zu mir ist, dann neige ich mehr dazu, was einzukaufen, als wenn wer die ganze Zeit mal komisch zu mir ist oder mich komisch anschaut oder unfreundliche Antworten gibt. Wenn mir das ja genau erklärt und so und sagt, warum ich das gerade haben sollte, dann finde ich das viel besser und so. Und wir hatten wieder sehr, sehr, sehr viel Spaß in diesem Lush-Geschäft. Ich liebe dieses Geschäft einfach. So bunt, so pink und oh, jetzt alles gerade mit diesen Weihnachtssachen und so voll, voll schön. Und ja, jetzt mal zu den Sachen, die ich mir so geholt habe. Ich und meine beste Freundin haben beschlossen, wir probieren uns jetzt mal ein bisschen an den Badesachen von Lush aus. Also diese ganzen Sprudelbäder und Badebomben oder wie das alles heißt, genau, Bubble Bath und Badebomben und keine Ahnung, wie das alles heißt. Und ja, haben wir uns ein paar Sachen geholt. Und ja, ich zeige euch das jetzt alles gleich. Ich habe mir auch eine Snowkick-Seife gekauft, eine neue habe ich hier. Leute, ich kann jetzt überhaupt nicht reden. Ich habe auch irgendwie voll irgendwas im Hals. Ich glaube, ich werde ein bisschen verkühlt. Ich glaube, man hört das eh. Und jetzt, oh, ich verrede mich die ganze Zeit so komisch. Total komisch. Naja, auf jeden Fall habe ich mir diese Snowcake-Seife jetzt ein Backup geholt, wie ich euch schon in einem der letzten Videos hier gesagt habe. Weil meine fast leer ist. Und ja, das sind jetzt 165 Gramm. War eh voll teuer. Ja, okay, aber ich habe jetzt wieder Snowcake. Gut, jetzt zeige ich euch mal die ganzen Badesachen, die ich so gekauft habe. Also diese Badekometen hier, das sind diese Sprudelbäder, glaube ich, die ist so im Wasser rumsprudeln und blub. Da könnt ihr aber ganz einfach mal oben ins YouTube eingeben, da gibt es so viele Videos, wo man sieht, wie diese Perlen sprudeln und welche Farben hinterlassen und so, total cool, schaue ich das mal an. Was habe ich mir einmal geholt? Lush Pub. Das sieht so aus, mit diesem Mistelzeug hier vorne drauf. Und das habe ich mir gekauft, weil es den Geruch von der Snowcake-Seife hat. Also es riecht wie die Snowcake-Seife. Und wenn ich mir ein Bad voll mit Snowcake-Seife ausmale, dann freue ich mich schon richtig darauf. Ich schaue mal, was da dabei steht. Also drauf steht, schaut aus wie Schokopudding, duftet wie Marzipan und sprudelt genauso wie eine große Badebombe. So sieht die aus. Wirklich total hübsch. Und es ist irgendwie eh so schade, wenn man die dann verwendet. Aber ja, wenn man sie nicht verwendet, ist das Verschwendung. Ja, die waren ja auch ziemlich teuer, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau wie viel, aber ich glaube so, die halten sich so im Bereich 3, 4, 5, maximal 6 Euro auf solche Perlen. Das war glaube ich eine von den billigeren. Und ja, wie gesagt, habe ich mir wegen dem Duft von der Snowcake-Seife geholt. Finde es weder, dass es nach Schokopudding noch nach Marzipan riecht, aber es riecht einfach nach Snowcake-Seife. Und ich bin schon sehr, sehr, sehr gespannt auf dieses Produkt, wie es sich in der Badewanne verhalten wird und so. Mal sehen. Dann habe ich mir gekauft Dragon's Egg, glaube ich heißt das, ich schaue nochmal nach. Dragon's Egg, auch ein Badekomet, das ist ziemlich groß, also ziemlich groß auch gegen das andere. Sieht so aus. Und das riecht nach Zitrone, Grapefruit, ich kann das nicht aussprechen. Und ich glaube, ich habe mich da gerade weiß gemacht, Leute. Also Zitronik, frisch, Grapefruit, ich kann es Wort nicht aussprechen. Ich und die ist halt ziemlich groß und die habe ich mir gekauft, weil ich in einem YouTube-Video gesehen habe, wie die sich so entfaltet und so. Und das ist total cool, da wird das Wasser total bunt und sieht so fehlen und so. Und oh, ich bin schon so gespannt darauf. Und ja, ich werde euch berichten, wie sie war. Aber ich denke mal, ich werde viel Spaß damit haben. Ich mag ja alles, was sprudelt und alles, was bunt ist und so. Und ich kann mir vorstellen, dass das ganz cool sein wird für mich. Ich finde diese Lush-Badekometen sind überhaupt da cooler. Kommen bei vielen Konfettis raus oder Herzen oder sonst was. Also das ist total abartig cool irgendwie. Also so eine Sprudelperle damit rauskommen kann. Dann habe ich mir noch gekauft Vanilla Fountain Bath. Also der hat diesen Geruch von der Vanilla Delight Körpercreme.
und so diese Vanille-Massage-Bar und so, also dieser typische Lush-Vanille-Geruch. Finde ich total lecker und ich freue mich schon richtig, wenn ich das ins Wasser reinschmeißen werde und es wird sich entfalten und alles wird nach Vanille riechen und voll, voll lecker, auf das freue ich mich schon voll. So. Irgendwie ist das Video total chaotisch und ich habe den Eindruck, ziemlich viel komisches Zeug zu reden. Aber, ja, es ist auch noch am Vormittag. Gut, dann kommen wir zu Bubble Bath. Und zwar beginnen wir mal mit Gingerbread's House Bubble Bath. Und zwar ein nach Zimt, Ingwer und Zitronen duftendes Lebkuchenhaus für wärmende Schaumberge. Ja, und das Ganze sieht so aus. Ist halt so ein Lebkuchenhaus quasi. Ich finde die Idee total süß, deshalb habe ich es gekauft. Weil es ist einfach ein Lebkuchenhaus. Schaut mal, wie cool. Oh, cool. Und es riecht auch so ein bisschen lebkuchig. Irgendwie auch süß. Also das ist echt eigener Geruch, irgendwie wie dieser Teig hier. Stellt euch vor, wie dieser Teig hier schmecken könnte und so riecht das. Ja. Und diese Bubble Bath, die kann man ja zerteilen in mehrere Stücke oder halt in zwei Stücke, je nachdem wie intensiv man das Bad will. Und dann reibt man sie so in die Badewanne rein und dann lässt man halt das Wasser ein und dann schäumt das so, macht halt Geruch und so. Und dann habe ich noch gekauft Candy Cane Bubble Bath. Das ist das hier. Und da habe ich gestern schon ein Stück verwendet. Ich werde euch nachher noch eine Review dazu drehen. Das mache ich jetzt nicht in diesem Video, das mache ich dann separat. Und das war circa vorher so groß, ein kleines Stück habe ich davon schon reingerieben. Und ja, ich denke mal, wenn man die Hälfte verwendet oder so ein Stück halt ein bisschen kleiner, dann ist es okay für ein Bad. Also es war dann auch okay, aber ich mache eine Review dazu. Und ja, auf jeden Fall die Bubble Bath, die kann man zerteilen. Also ist auf jeden Fall ergiebiger als die Badebomben, die man halt auf einmal reinschmeißt. Aber ich kann mir vorstellen, dass die Badebomben so viel mehr Spaß sind. So, ja. Okay, also das habe ich mir auch gekauft. Und ich bin auch schon vor allem auf dieses hier sehr gespannt und auf die ganzen Badekometen, Badebomben, das sowieso. Und ja, ich werde euch dann halt immer, wenn ich eins ausprobiert habe, berichten, wie es war. Und das Candy Cane Bubble Bath Review Dingsbums mache ich dann noch. Okay, meine Lieben. Das war's jetzt mit dem heutigen Video. Ihr könnt mir ja was dazu schreiben, wäre nett. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.